Hi und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft. The Legend of Minecraft. So, wir bauen weiter am Schlossgarten. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie wir weitermachen, wie wir anfangen sollen. Ich denke, wartet mal kurz. Ich werde jetzt mal, also zwischen Hecke und dem Brunnen ist eigentlich nicht so viel Platz. Ich brauche jetzt mal irgendeinen Sandstein. Wir nehmen jetzt mal irgendeinen Sandstein. Schandstein. Nehme ich wirklich Schandstein? Vielleicht nehme ich was anderes. Schauen wir mal kurz, was wir zur Auswahl haben. Ich bräuchte einen Block, der ein bisschen heller ist als Sand, aber eine glatte Oberfläche hat. Und nicht diese Viererkacheln am besten. Eine ganz glatte Oberfläche. Jau. Befallener, gemeißelter Steinziegel. Ich nehme den mal da rein. Vielleicht nehmen wir den gemeißelten Steinziegel. Die Steilzwiebel. Ich könnte mir vorstellen, so eine gemeißelte Steilzwiebel ist schon nicht schlecht. Muss man schon sagen. Oh Mann. Eine gegeißelte Schmalzzwiebel. Oder ich nehme einfach mal so. Na, aber da gibt es nicht die richtige Farbe eigentlich. Ne. So Ocker. Hell. Hell Ocker. Sehr hell Ocker. Eher so beige. Eher so beige Mel. Okay, ich nehme gemeißelte Steinziegel. Weil, warum nicht? Wer soll mich dran hindern? Ich lasse einen Abstand zum Zaun, einen zum Schwubbelweg. Wie breit wird ein Brunnen? Ich behaupte jetzt mal, wartet mal, das kann ich ungefähr abmessen. Ich messe mal kurz mit meiner Fernbedienung am Bildschirm. Ja. Die Mauern haben alle ungefähr oder ziemlich genau den gleichen Abstand. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 und 18 Blöcke Abstand. Das kann ich im Grunde gleich mal hier machen. 1, 2, 3, 4, ach so, Moment. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Und dann kommt die Mauer. Oh yeah. Gut zu wissen. Gut, gut. Okay. Gut. Und jetzt passt auf. Jetzt machen wir es so. Zwischen den beiden Brunnen ist ein Feld frei. Und jeweils eins vor der Mauer. Also drei sind frei. 18 Felder minus 3, 15 Felder. 15 geteilt durch 2. Verdammt! Das geht nicht. Das geht nicht. Ich kann 15 nicht durch 2 teilen. Es ist mathematisch unmöglich, dass wir das hier synchron hinkriegen. Warum? Nein! Ach so, wartet mal. Das stimmt ja gar nicht. Ich habe ja hier schon so viel Platz gelassen. Das habe ich ganz vergessen mit einzurechnen. Das sind ja 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 minus 18 ist 12. Aha! Und dann wäre jeder 6. Also das Podest zumindest. Hätte eine Kantenlänge von 6, der Brunnen selbst eine Kantenlänge von 4. Oh, der wird mir zu klein. So, 3, 4, 5, 6. Dann einmal Gras. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na ja, genau. Und hier wäre schon die Mauer. Das stimmt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 habe ich gesagt. 1, 2, 3. Moment, jetzt stimmt hier aber gar nichts mehr. Piu, piu.
1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Genau, und dann hätte der Brunnen eine Kantenlänge von 4. Da bin ich ehrlich gesagt nicht so super glücklich damit, aber ich mach's jetzt mal. Nehmen wir hier mal polierten Detroit-Stein und machen hier mal gepflegten polierten Detroit-Brunnen. Warte mal, ich kann eigentlich die Bodenplatte auch mit Detroit auslegen, damit wir Humans bekommen. Damit wir auch die und den Untergrund in Brunnenfarbe sehen. Würde ich mal sagen. Okay, ich mache da jetzt auch nur eine Kante hoch und Schluss. Dann mehr kommt hier gar nicht so hin. Aber, ne, die sind zu klein. Wie soll ich da... Es geht nicht. Es geht so nicht. Nein. So können wir das nicht machen. So geht das nicht. So wird das nichts. Also wirklich. So kann das ja nichts werden. Ich könnte einen Block... Könnte ich dazu gewinnen? Oder will ich die Mauer verschieben? Fällt bestimmt keinen auf, wenn das hier ein Feld größer ist. Okay. Wir machen das jetzt folgendermaßen. Die Hecke muss wecke. Die Hecke kommt wecke. Und dafür wird sie eins rüber verpflanzt. Ha, bei einer Hecke kann man wirklich verpflanzt sagen. Lustig. Das war nicht mal Absicht. Hallo, Zombie-Bert. Kannst du mal weggehen? Sonst hole ich Mr. Leon S. Kennedy. Dann ist Schluss mit lustig. Schluss mit Hirnessen. Der mampft dich sowas von weg. So, jetzt kann ich die Kantenlänge der Brunnen um 1 erhöhen. Warte mal, das hab ich aber gerade nicht gemacht. Somit wird der Rahmen um 1 verlängert, verbessert und auch... Ah, nach hinten aber dann natürlich auch um 1 erweitern. So. Fidirallala, Fidirallala, Fidirallala. Ja, das ist schon besser. Ein Vogel wollte... Nicht, dass das... Oh, oh, jetzt sind wir mit Artikel 13, ne? Ist das Video jetzt schon weg vom Fenster? Kann ich schon vergessen. Kann ich gleich wieder löschen. Kann gar nicht hochgeladen werden. Irgendjemand hat bestimmt die Lizenzrechte an den Worten ein Vogel wollte. Muss noch gar nicht das Lied weitersingen. Das alleine gehört schon irgendwem. Und fertig bin ich. Kanal gelöscht. Okay. Moment mal. Ihr wollt doch die um 1 verschieben, die Mauer. Jetzt hau doch mal ab und denk mal nach, was du tust. Denk doch mal drüber nach, was du da tust. So kann das doch nicht weitergehen. So, das müsste stimmen. Und dann passt es auch mit der Größe. Dann klappt es auch mit den Nachbarn. Oh oh, oh oh, Lizenzverletzung. Oh oh. Und weg mit dem Kanal. Verdammt, ich halte, wenn Artikel 13 da ist, keine 2 Tage durch. Dammit. So. So.
So. Und jetzt, Achtung. Das wird jetzt verzwickt. Okay, das wollte ich nicht. Aber es ist okay. Ich wollte ehrlich gesagt einen dünneren Strang haben. Aber eigentlich sieht das sogar ganz gut aus. Kann man so lassen. Ja, das kann man ganz gut so lassen sogar. Das passt ganz gut. Perfekto. Perfekto mio. So, die beiden Brunnen sind gemacht. Gemachte Brunnen sind das. Gut. Dann werde ich jetzt hier mal Wiese hinwieseln. Mensch, es ist dunkel hier, oder? Aber der Sternenhimmel ist wunderschön. Ja, es ist nur unter dem Unterstand ist es so dunkel. Also die Lichtengine von Minecraft ist aber auch nicht gerade die beste, ne? Hier wird ja nicht mal ein Reflektieren vom Licht simuliert, ne? Das geht ja mal gar nicht mehr. Das sollten wir mal updaten, ne? So. Okilidokili. Ich mache jetzt hier erstmal die Mauer fertig. Aber hier mache ich auch gleich noch ein bisschen Wiese, weil jetzt brauchen wir dann relativ viel Wiese. Hier wird jetzt alles begrünt für den nächsten Abteil im Grunde. Du, du, du. Du, 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 du. Du, du, du. Du, 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 du. Du, du, du. Du. Artikel 13 ist aber auch ein Schwachsinn. Jetzt mal ehrlich, ich habe mich jetzt mal wirklich drüber informiert. Wirklich, wirklich drüber informiert. Ich habe mir sogar das Zeug durchgelesen, was da coolerweise von der, mir fällt der Name leider gerade nicht ein, tut mir sehr leid, von der Piratenabgeordneten gleich veröffentlicht wurde, am Tag, an dem Artikel 13 da beschlossen wurde, zumindest in erster Instanz quasi so. Und ich habe nicht verstanden, was da steht. Und dann habe ich mir erstens Videos dazu angeguckt, die das erklären, relativ gut. Zweitens habe ich viele Juristen im Bekanntenkreis und habe mit denen geredet. Und habe mir auch viele Expertenmeinungen dazu angeguckt und so weiter. Weil wirklich, man kann ja sagen, dass ich voreingenommen bin. Selbstverständlich. Mich betrifft das. Das könnte sich sehr negativ auf meine Zukunft auswirken. Auf das, was ich ja mache. Wer weiß, ob ich YouTube dann wirklich weitermachen kann. Das ist tatsächlich gefährdet. Also keine Ahnung. Mal schauen. Deswegen bin ich da natürlich nicht neutral. Kann ich nicht neutral sein. Also habe ich versucht, mich neutral zu informieren. Und es ist einfach wirklich, ich glaube, kann man glaube ich wirklich sagen, jeder Experte, jeder Experte, ausnahmslos, der ein bisschen Ahnung davon hat, wird wahrscheinlich zustimmen, dass dieser Artikel überstürzt, schlecht geschrieben, relativ sinnlos und undeutlich und unklar ist. Und keiner weiß so recht, warum die Minecraft-Musik immer so super laut ist. Und keiner weiß so recht, was genau eigentlich da drin steht. Weil es einfach sehr schlecht formuliert ist, sehr undeutlich und sehr unlogisch. Und es zeugt schon ein bisschen davon, dass die Leute, die das geschrieben haben, teilweise absolut keine Ahnung haben, wie das Internet funktioniert. Zum Beispiel, so wie das da drin steht, wäre das anscheinend so, dass sich YouTube quasi vor jedem Upload, also bevor irgendwas von irgendwem hochgeladen wird, muss sich YouTube die Rechte des Lizenzinhabers sichern. Das steht an mehreren Stellen drin. Es wird aber nicht definiert, was das genau bedeutet und wer die Rechteinhaber sind und so weiter. Weil das Problem ist, dass Rechteinhaber, zum Beispiel ich bin. Ich habe die Rechte, wenn ich Fotos von meinen Katzen mache, habe ich die Rechte an den Katzenfotos. Und wenn jetzt die Merlin auf YouTube ein Video hochlädt mit meinen Katzenbildern, dann müsste YouTube
quasi selbstständig, bevor die Merlin irgendwas hochlädt, muss YouTube selbstständig auf mich als Rechteinhaber dieser Katzenbilder zukommen. Ich weiß überhaupt nicht, wie die das wissen sollen, aber okay, die müssen einfach erraten, dass ich der Rechteinhaber dieser Katzenbilder bin und sagen, hey, wir würden gerne diese Katzenbilder lizenzieren, damit die Merlin dieses Video hochladen kann. Das ist momentan der Entwurf. Das steht da so drin. Das ist kein Scherz. YouTube muss quasi von vornherein am besten absolut alle Lizenzen, die es überhaupt nur gibt, lizenzieren, damit irgendwelche Leute irgendwas hochladen können. Oder jeder muss gleich mit jedem Upload. Nee, eben nicht, weil nicht die Person, die es hochlädt. Nicht die Person, die hochlädt, braucht die Lizenzen. YouTube braucht die Lizenzen. Also muss YouTube irgendwie rausfinden, wem das ganze Zeug gehört, das da die ganze Zeit so hochgeladen wird. Muss es ganz genau entschlüsseln. Jeder Schnipsel, jedes Bild, jeder Sound, jede Musik muss sofort von YouTube erkannt und lizenziert werden oder das Video muss gelöscht werden. Und jetzt ratet mal, was YouTube, wenn das so kommt, machen wird mit Videos, die wahrscheinlich von relativ kleinen Uploadern kommen, die wahrscheinlich nicht so viel Geld einbringen, die wahrscheinlich nicht so zuverlässig sind. Ja, eben, das befürchte ich auch, dass da nicht mehr sehr viel hochgeladen werden kann dann wahrscheinlich. Weil die Anforderungen eben lächerlich sind. Und das ist momentan das große Problem. Ich glaube, ich weiß wirklich nicht, was da die. Ich weiß es nicht, was da sich die Gesetzgeber gedacht haben. Die meinen vielleicht irgendwie, ne, wie viel Lizenzgeber wird es schon geben, oder? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht meinen die, dass es. Ich habe keine Ahnung, wie die sich das vorstellen. Die sehen halt das mit so einer Brille der traditionellen Medien wahrscheinlich, wo man halt sagt, ja gut, da benutzt man irgendwie Bilder, die gehören dem und dem und aus dem Archiv und von dem Künstler dann die Musik und so weiter und dann wird das alles lizenziert und fertig. Aber so funktioniert das. So kann man das halt auf bei User-Created Content einfach nicht machen. Und das ist einfach echt erschreckend bescheuert. Erschreckend von Unwissenheit zeugt das. Naja. Und das ist nur eins von vielen Beispielen. Das ist das, das mir am haarsträubendsten in Erinnerung geblieben ist. Eins von vielen Beispielen, wo dieser Artikel 13 keinen Sinn macht. Deswegen, Leute, ganz wichtig. Ich supporte absolut mit Herz und Seele den Hashtag nie wieder CDU. Nie wieder CDU. Nie wieder. Sowas darf nie wieder passieren. Noch wichtiger ist wahrscheinlich der Hashtag niemals AfD. Also, wer schon mal gewählt hat, das ist, wer schon mal AfD gewählt hat, das ist natürlich eine Schande. Das ist natürlich, das kriegt man nicht mehr so leicht aus seinem Karma-Index raus. Das ist natürlich schlimm. Aber jeder macht mal Fehler. Komm, Schwamm drüber. Einmal gewählt, drückt mal ein Auge zu. Das vergessen wir einfach. Ist okay. Niemals. Niemals. Niemals AfD, nie wieder CDU. Das sind die zwei wichtigen Maßregeln für zukünftige Wahlen. Bitte. Nicht vergessen. Es gibt viele Leute, die zu Recht gesagt haben, ja gut, aber die Grünen und die SPD haben auch den Artikel 13 nicht einstimmig abgelehnt oder so. Und das stimmt. Das haben die nicht. Wenn man sich die Stimmen der Abgeordneten anguckt, dann bei der SPD habe ich es nicht ganz genau im Kopf, aber es ist ähnlich wie bei den Grünen, wo es so ziemlich 50-50 ausgegangen ist. Die Hälfte der Abgeordneten hat dafür gestimmt, die Hälfte der Gegend. Da war man offensichtlich nicht einer Meinung und naja, mein Gott. Aber bei der CDU-CSU, die haben das Ganze nicht nur initiiert und vorangetrieben, die haben einstimmig dafür gestimmt. Und das ist einfach ein anderes Kaliber. Da kann mir keiner irgendwie mit Argumenten kommen von wegen, ja, aber die sind doch nicht die einzige Partei, die das verbrochen haben. Doch, 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 das sind sie. Das sind sie. Nur weil bei den anderen Parteien irgendwie auch ein paar Parlamentarier, die Hälfte meinetwegen, dafür gestimmt hat, sind die nicht dafür hauptverantwortlich.
Das, den Schuh muss sich die CDU-CSU jetzt echt alleine anziehen und das müssen sie selber ausbaden. Viele Analytiker, und zu Recht muss ich sagen, wirklich zu Recht, viele Analytiker sagen, dass sich die CDU-CSU jetzt auch wirklich die Wählerbasis der zukünftigen Wähler, der Erstwähler vergrault hat und dass die da wahrscheinlich in Zukunft mit starken, ja, Einbußen rechnen müssen. Und wie gesagt, verdient haben die sich das mit sowas. Indem er zeigt, dass man einfach wirklich kein Verständnis für aktuelle Medien hat, für die aktuelle Generation, für aktuelle Technik und so weiter. Damit vergrault man sich halt einfach natürlich die Zukunft der Wähler, weil die eben nicht bescheuert sind. Die wissen, dass hier Leute irgendwie regieren, die nicht mehr zeitgemäß denken und entscheiden können. Die einfach altertümliche Entscheidungen aufgrund von altertümlichen Überzeugungen und einem erschreckend altertümlichen Stand, Wissensstand, treffen. Und das ist wirklich erschreckend. Ich fand das wirklich erschreckend, wie stark man das hier auch gemerkt hat. Wie die auch reagiert haben drauf, ne? Ne, ernsthaft reden, das ist so super. Die CSU-Abgeordnete reden ernsthaft davon, dass die ganzen Mails, die jetzt von Gmail kommen, natürlich kommen fast alle Mails von Gmail, die kommen natürlich jetzt von Google, die ganzen Beschwerdemails über Artikel 13, das sind Google-Bots, das sind nicht die echten Bürger, die sich da jetzt über Artikel 13 aufreben, das ist Google persönlich. Google persönlich schickt also jetzt quasi den CDU-Abgeordneten im Europaparlament Fake-E-Mails, im Namen von europäischen Bürgern, von deutschen Bürgern vor allem wahrscheinlich, in dem Fall, damit die, ne, wirklich, das glauben die. Das ist so eine verrückte Verschwörungstheorie, dass Google jetzt irgendwie einen Gmail-Bot programmiert. Weil das zeigt erstens, wie unglaublich naiv die sind, was das Thema angeht. Und zweitens, wie unglaublich wenig technisches Verständnis die haben. Ich persönlich wüsste jetzt nicht, wie ich einen Bot programmiere, der irgendeinem Abgeordneten eine Mailbombe schickt oder so. Ich persönlich wüsste das nicht. Ich weiß aber, wo ich nachschauen muss. Und ich weiß, dass ich mir das ziemlich sicher auf einem Nachmittag oder zwei beigebracht hätte und umsetzen könnte. Und es gibt Millionen von Menschen in Deutschland, die das auf Anhieb können und Milliarden, die sich das einfach mal schnell beibringen. Also das ist halt einfach, ne, und dass man glaubt, dass da irgendwie Google irgendwelche Mailbomben jetzt verschickt, ist einfach so haarsträubend lächerlich, dass es mir wirklich Angst macht, dass wir von solchen Menschen regiert werden. Das Internet ist für uns leider immer noch Neuland scheinbar, für uns als Staat, für unsere Regierung. Ach ja. Wir brauchen die Piraten. Ich habe noch nie die Piraten gewählt. Wir brauchen die Piraten im Parlament. Nicht an der Regierung. Darum geht's überhaupt nicht. Wir brauchen die deswegen, damit wenigstens ein paar Experten im Parlament sitzen. Wenigstens eine Handvoll Leute, die wissen, von was sie reden. Die uns dann auch darüber informieren können, was gerade wieder für bescheuerte Scheiße abläuft. Wir brauchen einfach wirklich Menschen mit dem Know-how. Und das bietet aktuell am besten einfach die Piratenpartei. Wir bräuchten die Piraten. Die Piraten sind leider relativ nicht gerade fit, was deren Prognosen angeht und sowas. Die werden wohl so schnell nicht die 5%-Hürde schaffen. Aber ich bin da wirklich so Taktikwähler. Wenn es die Piraten irgendwann mal wieder schaffen, nennenswerte Prozente in den Prognosen zu erreichen, dann werde ich auch umsteigen und die wählen. Bis die es nicht packen, die 5%-Hürde, bis es, ne, dann ist es halt immer doof, so kleine Parteien zu wählen, weil in der Regel schmeißt man halt damit seine Stimme leider weg. So ist es. Deswegen bin ich auch kein Freund von dieser 5%-Hürde, ehrlich gesagt,
weil die finde ich relativ undemokratisch. Ich finde auch, kleine Parteien sollten halt dann ihren Abgeordneten reinschicken dürfen ins Parlament. Oder, das finde ich persönlich eine schöne Idee, die ich mir ausgedacht habe, aber ich weiß nicht, ob das irgendwie sinnvoll ist in Wirklichkeit, in der politischen Realität. Ich habe es mir nur so zusammengedacht, aber mir kommt es sinnvoll vor. Warum können dann nicht kleinere Parteien, die gewählt werden, sich zusammenschließen zu Parteicluster, wenn sie ungefähr die gleichen Überzeugungen haben, so Mikrokoalitionen schließen und sich dann gemeinsam auf einen Abgeordneten einigen, beispielsweise, wenn die Stimmen nicht reichen. Ne? Das wäre doch, finde ich, eine sehr schöne Idee. Sollte man vielleicht mal, könnte man doch machen. Ich finde sie gut. Ich finde sie gut, die Idee. Aber wie gesagt, ich bin kein Politikwissenschaftler. Ich habe keine Ahnung, das ist eine absolut laienhafte Idee von mir. Kann sein, dass die komplett bescheuert und unrealistisch ist, aber ich fände eine sehr demokratische Idee, auf jeden Fall. Leute, für heute ist Schluss. Wir müssen aufhören. Morgen machen wir aber weiter. Ganz bestimmt. Ups, da habe ich irgendwie was falsch gemacht. Das bessern wir noch schnell aus. So, jetzt aber. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das Blätter... Hier oben gehört einfach eigentlich so dünnes Blätterdach hin. Ich bräuchte hier flache Lianen oder irgendwas. Keine Ahnung. Ich werde wahrscheinlich einfach Büsche drüber legen. Aber eigentlich gehört hier so was ganz dünnes, grasmäßiges hin. Aber sowas gibt's, glaube ich, nicht in Minecraft. Schwebende Grasbüschel. Können Lianen... Ich weiß ja nicht, ne? So viel Unterschiede zwischen den Versionen. Dann habe ich auch länger nicht mehr gespielt und schon gleich gar nicht hier die Java-Version. Können Lianen auch hier? Nee, können sie nicht. Das ist sehr schade. Das hätte ich gebraucht. Ja, dann wird es wohl irgendwas Buschmäßiges werden. Naja, Seerosen könnte man benutzen vielleicht. Aber nee. Ist eigentlich eher doof. Naja, wie dem auch sei. Bis morgen. Ciao.